Hallo, ich grüße euch heute aus Saalfeld. Saalfeld ist in Thüringen. Saalfeld wurde das erste Mal erwähnt, 899, also schon eine ziemlich alte Stadt. Und wir laufen jetzt noch ein bisschen durch. Es ist so ein kleiner Tagesausflug und doch nehme ich euch einfach wieder mit. Wir sind jetzt hier über die Saalbrücke gegangen und kommen jetzt am Stadtring. Und da seht ihr jetzt ein Tor. Das ist das Saaltor. Und Saalfeld sagt man nach, dass das die Stadt der Türme und Giebel und Tore ist. Also ich lasse mich überraschen, es sind 4 Türme da, die rund um die Stadt rumgehen, um den Ring. Und jeder Turm schaut dann anders aus und das schauen wir uns alles einmal an. Aber bevor wir das machen, wollen wir jetzt einen Kaffee trinken. Und dann gehen wir in Thüringen ins sächsische Kaffeehaus oder Kaffeestube heißt. Wir sind jetzt durch die halbe Gasse gegangen, heißt wirklich so. Seht ihr da? Halbe Gasse. Und da kommt jetzt der Schlosspark. Dahinter ist ein Gebäude, das ist das kleine Schloss halt. Und das hat erbauen lassen ein Ernst Hüther, das ist ein Schokoladenfabrikant gewesen. Und damals war das, die Schokolade hat Mauxion geheißen. Danach hat es noch einen anderen Namen gehabt. Und jetzt kennt ihr die alle unter dem Namen Stollwerk. Und hier in Saalfeld wird da die Stollwerk-Schokolade hergestellt. Da gehen wir dann auch einmal hin, schauen wir mal. Jetzt gehen wir als erstes da ein bisschen im Park rum und ich zeige euch ein bisschen was vom Park. Das nächste Tor ist das Blankenburger Tor. Das ist das hier. Und da war früher die Handelsstraße Nürnberg-Leipzig. Hier seht ihr von der Stadtbefestigung noch einzelne Teile, Steine oder ein Stück Mauer. Und da haben die immer wieder Wohnhäuser dran gebaut und haben das so erhalten. Hier sind wir beim oberen Tor angelangt. Das hat ein schönes Dach oben. Schaut ziemlich neu aus. Wir laufen dann weiter den historischen Wanderweg. Und da ist noch ein Stück von der Mauer. Und da wächst der wilde Wein. Schaut das nicht herrlich aus? Jetzt kommen wir zu einer Ruine, das wird genannt Hoher Schwarm und das ist das Wahrzeichen von Saalfeld. Wir gehen noch von der anderen Seite hin. Das ist das Schlösschen Kitzerstein. Da ist jetzt eine Musikschule drin. Das hier ist das Rathaus von Saalfeld und es ist 1529 bis 37 erbaut worden. Und das hier ist der Marktplatz. Schade, dass heute kein Markt ist, aber ich gehe mal so gern auf Märkte.
da vorne rechts ist wieder das Rathaus. Die Häuserreihe nennt man Lieden bei denen. Und das ist aus dem 16. Jahrhundert. Allerdings ist es im 19. Jahrhundert verändert worden. Und es ist entstanden aus Läden und Marktständen der Kaufleute von früher und von Händlern. Wie ihr bemerkt, jetzt wird es langsam dunkel und es wird Zeit, dass wir jetzt zum Bahnhof gehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was von Saalfeld zeigen. Es ist eine schöne Kleinstadt, muss ich sagen. Aber alles haben wir natürlich auch wieder nicht gesehen, weil so viel Zeit haben wir auch nicht gehabt. Bis zum nächsten Mal dann, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Gartenmoni.